Vielen Dank nochmal und auch ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal begrüßen. Mein Name ist Sabine Remmerle und ich arbeite im Fachgebiet Forstpathologie und Mykologie. Ich möchte zum Thema Buchenvitalitätsschwäche einige Ergebnisse aus den Winter- und Sommerbonituren 2021 und 2022 vortragen. Die Ergebnisse zur Buchenbonitur 2021 wurden von Luisa Eurich und Jan Tropf im Rahmen des Notfallprojektes Ursachen- und Risikoanalyse zu Dürreschäden an Buche erarbeitet, welches durch die FNA finanziert worden ist. Eine Baumvitalität ist natürlich abhängig vom verfügbaren Bodenwasser. Daher lohnt es sich ein Blick auch mal in den Boden. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat die Dürreintensität im Gesamtboden, das heißt bis maximal 2 Meter Tiefe, zurückgehend bis 1952 als Karte dargestellt. Wir sehen jetzt hier, dass einzelne Jahre, beziehungsweise erstmal zum Begriff Dürreintensität, es ist ein dimensionsloses Maß, was die Vergleichbarkeit erlaubt und die Länge der Dürreperiode und die absolute Trockenheit im zeitlichen Verlauf ist damit berechnet worden. Je dunkler die Farbe, desto trockener ist demnach der Boden. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die letzten 70 Jahre aufgetragen und da sieht man, dass in einzelnen Jahren wie 1976 mal ein sehr trockenes Jahr aufpoppt, auch 2003, aber in der Intensität gar nicht so intensiv. Und im Ausschnitt jetzt nochmal auf die letzten 20 Jahre zurückblickend, ist es ziemlich klar, dass ab 2018 bis zum vorigen Jahr, unterbrochen durch das Jahr 2021, wo im südwestdeutschen Raum eine etwas mehr Erholung zu sehen ist, es doch jetzt über einige Jahre einfach viel zu trocken ist. Dürre bedeutet Stress für die Bäume und die Stressreaktionskette der Buche sieht dann auch im Folgenden aus. Wir haben hier in Anlehnung an das Modell von Mannion eine prädisponierende, schadauslösende und schadverstärkende Faktoren. Bei den prädisponierenden Faktoren, das sind Faktoren, die wie zum Beispiel die hier aufgeführte Standardgenetik und Behandlungshistorie, die eine langfristig erhöhte Empfindlichkeit gegenüber anderen kurzfristigen Belastungen darstellen. Die Primär- oder Schadauslösefaktoren wirken dagegen zeitlich begrenzt und sind kurzfristig. Diese Schäden sind dann auch in der Regel reversibel und führen allein nicht zu den dauerhaften Schädigungen oder zum Absterben. Beim Nachlassen von diesem Schadeinfluss werden die Schäden eigentlich ausgeheilt. Aber sie bewirken eine Schwächung gegenüber Abwehrmechanismen der Bäume gegenüber schadverstärkenden Faktoren. Diese schadverstärkenden Faktoren oder Sekundärfaktoren treten dann in der akuten Phase der Erkrankung auf. Sie verursachen dann fortschreitende und schwere Schäden und irgendwann ist der Prozess unumkehrbar und führt dann schließlich zum Tod. Ein Blick auf die Mengen durch zufällige Nutzung anfallendes Holzes über die Jahre zeigt, dass ab 2019 ein rasanten Anstieg zu verbuchten Dürre- und Insektenholz zu verzeichnen ist. Aufgeteilt zeigt die Abbildung links für 2021, dass fast 3 Viertel dieses außerplanmäßigen Holzeinschlags auf Dürreschäden, 12% auf Wildschäden, gefolgt dann mit Sturm- und Insektenschaden zu verzeichnen sind. Was bedeutet Buchenvitalitätsschwäche? Wie ist sie erkennbar? Wir haben hier in der Krone oftmals eine schüttere Belaubung, Kleinblättrigkeit, Vergilbung, den vorzeitigen Laubfall aus der Lichtkrone,
Verlust von Feinreisig. Dann können ganze Stämme ab- oder Astbrüche erfolgen. Totäste sieht man in der oberen Kronenperipherie. Wir haben eine Zunahme an der Fruktifikation von Stärke in Häufigkeit und Insektenbefall und unter Umständen Folgeschäden durch die Holzfäulepilze. Diese Erkennungszeichen können kombiniert oder aber auch im Einzelnen auftreten. Für das Monitoring im Notfallprojekt gab es verschiedene methodische Ansätze, auf die ich dann einige eingehen werde. Wir haben auf Baden-Württemberg verteilt verschiedene Beobachtungsflächen, die unterschiedlichen Behandlungszielen unterworfen sind. Das reicht von stillgelegten Dauerbeobachtungsflächen der terrestrischen Waldinventur, auch aktive Flächen, dann sogenannte Versuchsflächen der Abteilung für Waldwachstum. Wir haben aber auch neu eingerichtete Flächen, wie zum Beispiel Überführungs- und Bannwälder. Die Winterbonitur für die Ansprache der Brunnenstrukturen, die wird auf den hier umrandeten Flächen gemacht. Die erfolgt im März und April. Die Sommerbonituren sind im Juli und im August gemacht worden. 2021 sehr ausführlich im Rahmen des Notfallprojektes, 2022 in etwas reduzierter Form. Die an dem Schaden beteiligten Akteure sind in Baden-Württemberg auf unterschiedlichen Flächen überwiegend identisch, jedoch variiert das Ausmaß des Schadens enorm. Aber diese biotische Hauptakteure sind nahezu überall aufzufinden. Das sind Insekten, der Buchenprachtkäfer und der kleine Bogenborkenkäfer. Und als pilzliche Erreger die Pfennigkohlenkruste, die vor allem im Kronenbereich für die Astabbrüche sorgt. Die Sommerbonitur 2021 zeigt als signifikante Einflussfaktoren für die Kronenverlichtung drei Haupteinflussfaktoren. Zum einen mit zunehmendem Alter des Bestandes, mit abnehmender Höhenlage des Standortes und mit einer abnehmenden Konkurrenz oder einer Verlichtung nimmt quasi die Kronenverlichtung signifikant zu. Es wurden auch andere Faktoren noch berücksichtigt, die nutzbare Feldkapazität, das Mischungsverhältnis, die Höhenstruktur. Es lässt sich aber kein eindeutiger Zusammenhang feststellen. Bei der Vorrat kann man eventuell sagen, dass wenn die Buche im Bestand mit weniger als 50% vertreten ist, dass die Schäden dann ungefähr bei den Vorräten ab 600 Festmeter pro Hektar höher sind. Auch der Vergleich mit dem Trockenheitsindex hat keine eindeutige Signifikanz gezeigt. Bei der Verzweigungsansprache der Winterbonituren, die teilweise bis 1998 zurückgehen, zeigt sich, dass nach 2004 eine starke Verschlechterung in der Verzweigungsstruktur erkennbar ist, dass ab 2008, das sind die grünen Balken, die Flächen unter 500 Meter stärker geschädigt sind als Flächen, die über 800 Meter über Null liegen. Und zwischen 2021 und 2022 gab es sowohl leichte Verbesserungen als auch leichte Verschlechterungen auf den Flächen, aber kein wirklich großer Unterschied. Die Sommerbonitur 22 hat, die auf 21 folgte, war ziemlich spannend, weil die Witterung 2021 war von der Durchschnittstemperatur und auch vom durchschnittlichen Niederschlag
annähernd normal, dem langjährigen Mittel. Lokal war es aber oftmals viel zu trocken oder viel zu nass, war also sehr wechselhaft und mit extremen Gegensätzen geprägt. 2022 wiederum hatte einen extrem heißen und strahlungsreichen Sommer mit viel zu geringem Niederschlag im Hochsommer. Jetzt war natürlich die Frage, wie sieht die Bohnenstruktur der Buche nach 2021 im Sommer 2022 aus? Die Abbildung hier zeigt die Verlichtungsprozente der Lichtkrone pro untersuchte Fläche. 2021 und 2022 im Vergleich. Die Flächen, die hier immer zwischen den dunklen Linien sind, die sind angeordnet nach der nutzbaren Feldkapazität von links von sehr trocken bis rechts zu trocken, nahe an der Klasse zu mäßig. Und die Balken repräsentieren links immer der Zustand 21 und rechts der Zustand 22. Die Verlichtung wurde in 5% Schritten nach der Bilderserie von Meining et al. Vorgenommen. Über alle Flächen und alle Bäume hinweg hatten wir 2021 eine durchschnittliche Verlichtung von 44%. Auch 2022 betrug die Verlichtung 44%. In der Schadstufe 2, die mittelstarke Kronenverlichtung, fallen laut Definition der Waldzustandserhebung alle Bäume mit einer Kronverlichtung zwischen 30% und 60%. Dies ist auch der Bereich, wo die meisten unserer bonitierten Bäume eingestuft werden. Und wir haben, um eine genauere Aussage über eine Erholung oder Verschlechterung in der Verlichtung treffen zu können und für die weiterführende Auswertung, diese Stufe nochmals unterteilt in 30 bis 40, 45 und 50% bis 60%. Und es zeigt sich, dass die meisten der monetierten Bäume, also in der unteren oder besseren Hälfte der zweiten Klasse der Waldzustandserhebung sich befinden. Die Grafik zeigt aber auch, dass die nutzbare Feldkapazität keinen offensichtlichen Einfluss auf die Höhe der Kronenverlichtung zwischen den Flächen zeigt. Über alle Flächen gesehen ist eine Veränderung 2021, 2022 im Folgenden. 13,4% der Bäume haben sich verbessert, das heißt der Sprung in eine bessere Schadensklasse 8,8% verschlechtert und 77,9% sind unverändert gewesen. Aber die Anzahl der besonders stark geschädigten Bäume, Klasse 4, das sind die roten Balken, die sind auf allen betroffenen Flächen zurückgegangen und ein Anstieg der Mortalität war auch nicht zu beobachten. Ich habe hier nochmal ein Vergleichsbild desselben Baumes aufgenommen, 2021 am 16. August, ein Jahr später am 8. August. Und man sieht jetzt bei diesem mal positiven Beispiel, dass auch relativ freigestellte Krone sich in dem Fall regenerieren konnte. Das heißt, dieser Baum konnte jetzt von den Niederschlägen 21 beziehungsweise von der vorhergehenden Witterung doch profitieren. Auf die Frage, wie das Baumalter mit der Kronenverlichtung in Beziehung steht, zeigt diese Grafik, dass es einen grundsätzlichen Zusammenhang gibt zwischen Baumalter und Kronenverlichtung. Jeder Punkt repräsentiert hier das durchschnittliche Baumalter auf einer der Flächen. Das aber eine Erholung, das heißt die blauen Punkte, oder eine Verschlechterung, die roten Punkte, von 21 auf 22 in allen Altersstufen zu beobachten ist. Das heißt, dass im Prinzip auch 150-jährige Bäume prinzipiell in der Lage sind, ihre Kronenstruktur zu verbessern. Allerdings muss ich hier gleich nachhaken, dass hier unberücksichtigt ist, inwiefern, in welchem Grad der Schädigung diese Bäume zuvor waren. Im Notfallprojekt wurde auch eine Mortalitätsstudie durchgeführt. Das heißt,
da aufgrund der Meldung der zufälligen Nutzungszahlen nicht unbedingt auf die Mortalität rückgefolgert werden kann, weil viele Bäume aus Sicherungsgründen oder für eine Holzverwertung noch vor dem Absterben entnommen wurden, haben wir uns auf Flächen der Abteilung für Waldwachstum eine Mortalitätsstudie durchgeführt. Auf diesen Flächen wissen wir ganz genau, wann und aus welchem Grund ein Baum entnommen wurde. Es zeigt sich, dass im 2021 bei der Aufnahme die Mortalitätsrate weit unter 1% liegt. 2018 war sie noch bei 0 und bei 2019 bei 0,35%. Die Studie wurde auch auf die unbewirtschafteten Flächen durchgeführt. Wir haben hier zum Beispiel einen Bannwald, der Hofstadt-Bannwald mit über 40 Hektar. Das handelt sich um einen 140-jährigen Bestand, der so schon seit über 30 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Mithilfe der Luftbildinterpretation wurde auf dieser Fläche Bäume detektiert, die entweder abgestorben waren, das sind die gelben Kreise, oder die einen hohen Blattverlust von über 70% hatten. Die Bonitur, die terrestrische Bonitur, zeigt hier die Verteilung der Schadklassen bzw. Grad der Verlichtung. Das heißt, die meisten Bäume befinden sich auf der Fläche zwischen 35% und 60% der Grundverlichtungsprozent. Wir haben noch weitere Bandflächen in die Untersuchung aufgenommen. Die untersuchten Bannwälder waren unterschiedlich stark geschädigt, aber auch auf den stark geschädigten Flächen, zum Beispiel der jetzt hier gezeigte Bannwald Hofstadt, ist die Mortalität auf einzelne Bäume beschränkt und der Grad der Mortalität ist mit der von den bewirtschafteten Flächen vergleichbar. Blickt man auf das Verhalten der stark geschädigten Bäume hier mit einer Grundverlichtung von mindestens 70% und schaut die Reaktion im Folgejahr an, haben wir uns zwei Zeiträume rausgepickt. Zum einen die Entwicklung nach dem Trockenereignis 2003 und die Entwicklung nach den Trockenjahren ab 2018. Die Auswertung zeigt, dass nach dem Trockenjahr 2003 immerhin 64%, zwei Drittel der untersuchten Bäume mit dieser starken Verlichtung sich in eine bessere Klasse entwickelt haben, während die Bäume jetzt nach den mehrjährigen Trockenheiten zu 60% mit ihrer starken Schädigung in derselben Klasse geblieben sind. Das heißt, die Regenerationsfähigkeit der Buche ist nach den wiederkehrenden Trockenjahren im Vergleich zu 2003 herabgesetzt. Zusammengefasst lässt sich nun sagen, dass die schwerwiegenden Schäden flächig erkennbar sind, die Mortalität noch relativ gering ist, dass aber auch trockengestresste Buchen noch in der Lage sind, im Folgejahr eine bessere Belaugung zu bilden. Stark geschädigte Buchen stellen natürlich auch in Bezug auf Verkehrssicherung und Arbeitssicherheit eine große Herausforderung dar. Auch das Risiko einer Holzentwertung ist sehr hoch. Die Buche ist im Klimawandel mit immer wiederkehrenden Dürren natürlich einem höheren Risiko ausgesetzt. Starke Auflichtung, vor allem Buchen mit Altbeständen, stellen eine Risikophase dar, vor allem nach einer starken Auflichtung, weshalb frühe, häufige und mäßige waldbauliche Eingriffe aus Sicht des Waldschutzes immer noch weiterhin zu empfehlen sind. Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Naturverjüngung geben, die wir diesen Herbst gemacht haben, mit zwei Beispielen. Das erste war ein Blick am 14. Juli 2022 in eine Fläche in Ettenheim, der den Anschein hatte, als
stände man kurz nach dem Frühjahrsaustrieb dort. Wenn man mal weiter reinschaut, erkennt man, dass nach einer Vergilbungsphase viele Jungbäume neu frisch ausgeschlagen haben. Das heißt, dass der eigentlich für 2023 vorgesehene Austrieb bereits schon im Herbst erfolgt ist, nach dieser extremen Sommertrockenheit. Diese sogenannte Prolepsis birgt natürlich eine potenzielle Gefährdung, weil die unter Umständen nicht völlig ausgereiften Triebe durch Frühfröste geschädigt werden kann. Hier habe ich noch eine Bildaufnahme vom 25.10. Da sieht man, dass doch einige Austriebe auch schon wieder geschädigt sind. Und eventuell im Winter werden so frisch ausgetriebene Pflanzenteile aufgrund der fehlenden Verholzung voraussichtlich erfrieren und die Pflanze muss im Folgejahr einen Ersatzring bilden. Das werden wir jetzt auch in dieses Frühjahr nochmal beobachten, wie sich solche Bestände entwickeln. Was war der Grund für diese Prolepsis? Wir vermuten oder es ist anzunehmen, dass auf dieser Fläche, hier habe ich ein Niederschlagsdiagramm, das zu erkennen ist, dass quasi ab Juli kaum Niederschlag auf diese Fläche gefallen ist und am 18. August auf einem Schlag über 40 Liter pro Quadratmeter runtergekommen sind und gefolgt noch mit weiteren Niederschlägen. Und deshalb war wahrscheinlich die Initialzündung, dass die Jungbuchen mit dem Ausschlag reagiert haben. Das andere Beispiel, was ich noch bringe, sind die extremen Trockenschäden, die auch gemeldet wurden. Hier ein Blick in den Bestand am 16.08. im Ortenaukreis, wo man Vergilbung sieht und natürlich den Grünblattabwurf. Die Forstdirektion hat auch eine Umfrage gestartet, wie in den Betrieben es denn mit den Trockenschäden in der Naturverjüngung aussieht. Es kamen auch ganz unterschiedliche Rückmeldungen von, es gibt keine Schäden, bis dass es wohl abgestorbenen Bereiche mit bis zum dreistelligen Hektarbereich gibt. Hier am Beispiel Östringen, welches wir jetzt auch begleiten werden, auch was der Austrieb anbelangt, sieht man zum Beispiel an dieser Pflanze, dass die komplett von oben nach unten jetzt abgestorben ist und wir sind jetzt mal gespannt, wie der Austrieb dann aussehen wird. Als kurzes Resümee möchte ich nochmal sagen, dass die Durchschnittswerte ein unklares Bild über die Dynamik der Buchenvitalität abgeben. Es gibt eine sehr hohe Varianz zwischen den Untersuchungsflächen und auch innerhalb einer Untersuchungsfläche. Aber die Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese extreme Trockenheit der letzten Jahre mit und der Zusammenhang zu Baumvitalität, Resistenz, Resilienz, zur Kronmorphologie, soziale Stellung und Konkurrenzverhältnis sehr diffus sein kann. Das bedeutet auch, dass waldbauliche Einflussmöglichkeiten scheinen dann jetzt im Hinblick auf diese extreme Dürrejahre begrenzt zu sein. Auch wollen wir dadurch, dass das NLA uns ermöglicht, über eine Weiterfinanzierung die Monitoren festsetzen, diese Dynamik mehr begleiten. Wir haben unsere Aufnahmekriterien mit der FAWF in Rheinland-Pfalz abgestimmt, um eine Vergleichbarkeit auch über die Landesgrenze hinaus zu ermöglichen. Das war es soweit zu meinem Vortrag. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, Sabine, vielen Dank für den wie gewohnt strukturiert und informativen Vortrag. Und jetzt geht's in die Fragerunde. Und die erste Frage ist eine Sachfrage von der Anne Bebel von Krüger, die hier bei uns im Haus sitzt. Was ist mit Überführungswäldern gemeint? Das war die Folie 6 von dir. Entschuldigung, ja.
Überführungswälder sind als Dauerwälder gedacht. Das heißt, dass wir einen strukturreichen Wald haben mit Bäumen in allen Altersklassen und Alters- und Höhenstufen. Und eine Frage von Axel Albrecht, mit der ich fast schon gerechnet habe, aus dem Forstamt Enzkreis. Die Frage lautet, bezieht sich auf die Folie 8, wie wurde die Konkurrenz quantifiziert? Heißt die Grafik, dass freistehende, vorherrschende Z-Bäume stärker geschädigt sind? Hier geht es um diese Konkurrenzgrafik ganz rechts. Also die Konkurrenz haben wir erfasst, indem man den Abstand zum Nachbarbaum in 4 Klassen eingeteilt haben. Das heißt, es wurde zwischen Kronenberührung und Freistand oder Lücke bis 30 Meter bis zum nächsten Baum wurde dies aufgenommen. Diese Beziehung zur Konkurrenz muss ich allerdings noch dazu sagen. Wir haben auch sehr unterschiedlich behandelte Bestände dabei. Bäume, die teilweise schon im sehr jungen Alter freigestellt wurden und Bäume, die erst in sehr hohem Alter eine Durchforstung erhoben haben. Und die Reaktion ist da ganz unterschiedlich. Auch die sehr jung freigestellten Flächen zeigen, obwohl sie jetzt relativ frei stehen, einen ziemlich geringen Kronverlichtungsprozent jetzt zu den Bäumen, die erst spät freigestellt ist. Also diese Beziehung zur Konkurrenz muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr differenzieren mit der Behandlungshistorie der Bestände. Ja, Sabine, wenn ich das ergänzen darf, erstmal ist dieser weite Abstand zum Nachbarn ja natürlich eine Resultante aus der Störung, die sich ergeben hat. Und das sind natürlich Bestände, die wahrscheinlich aus einer schlechten Erziehung geschlossen dorthin gekommen sind und nach der Störung halt dann mit einem Vitalitätsverlust oder mit einem Verlustprozent reagieren. Es ist, glaube ich, eindeutig, dass so eine Risikophase eingeläutet wird, wenn man in Althölzer eingreift und die ehemalig geschlossenen Althölzer dann dementsprechend Licht werden. Stellt aber nicht in Frage, dass eben durch Erziehung, die früh einsetzt, wiederholt ist und kräftig eben gezielt Z-Bäume fördert, dazu führt, dass wir vitale Bestände erziehen und das Risiko im Althölzeralter dann sich deutlich verringert. Der Herr Schmidt fragt, mich würde interessieren, ob Wurzelschädigungen auch untersucht werden, also Feinwurzelschädigungen, Risse und so weiter. In diesem Projekt leider nicht. Wurzeluntersuchungen sind leider sehr aufwendig und da hatten wir keine Kapazität jetzt innerhalb dieses Projektes. Also auch nicht Dürrerisse, Spalten im Boden, die zu Wurzelrissen führen, was Herr Schmidt noch näher ausgeführt hat. Untersuchen wir auch nicht. Nee, leider nicht. Eine sehr spannende Frage, weil ohne Blick in den Boden geht es natürlich auch nicht, aber das sind auch immer sehr aufwendige Untersuchungen. Ich hätte gedacht, es kommt aus dem Publikum. Wenn nicht, mache ich das jetzt. Die Frage Buchenmoratorium, wie es in Rheinland-Pfalz erlassen wurde, 2021, als die Rheinland-Pfälzer sagten, nach den extremen Dürreschäden durften keine Einschläge mehr in geschlossenen Althölzern stattfinden. Wann siehst du das für notwendig? Also bei dem akuten Extremfall mit den Trockenschäden, wie wir sie jetzt hatten, ja. Dadurch, dass der Stress der Bäume eventuell etwas abgemildert wird, dadurch, dass man dann die Verlichtung nicht hat. Aber man muss dann aber sagen, dass wenn die Trockenjahre abnehmen sollte oder diese extreme Dürre, muss man dann natürlich wieder nachsteuern. Sonst haben wir genau das Problem, dass das dann die Bestände immer dichter werden und das Problem dann auch aufgeschoben wird. Ich
Warte noch ein bisschen, aber selbst noch eine Frage. Wir haben ja auch noch die Gnosten untersucht in diesen Jungbeständen. Wie sah das Ergebnis aus? Also zurzeit läuft eine Bachelorarbeit, die sich genau mit den Gnosten beschäftigt. Auf der trockengestressten Fläche, die wir gesehen haben, waren 50% der Jungpflanzen komplett abgestorben. Bei der Fläche mit dem Polezis, das versuchen wir jetzt gerade noch auszuwerten, beziehungsweise jetzt dann im Frühjahr nochmal rauszugehen. Also gerade wie sich die Knospe jetzt nach der kalten Zeit, wie es dort jetzt dann aussieht. Gut, ich sehe jetzt im Chat doch Markus Platschke fragt noch von der LWF in Freising. Bei den Aufnahmen aus der Luft konnte der Zeitpunkt für das Absterben vermutlich aber nicht bestimmt werden. Also waren die eventuell schon länger tot. Ja, das ist ein guter Grund. Das wissen wir in der Tat nicht. Das heißt, man kann diese Mortalität jetzt nicht auf ein Jahr einschränken, aber sie ist relativ niedrig. Ohnehin niedrig. Ohnehin, ja, niedrig. Jetzt noch eine Frage von Ulrike Beckbecker. Sind in die Untersuchung nur Buchenreinbestände eingegangen oder wurden auch Buchenmischbestände untersucht? Wenn ja, welche Tendenzen sind dort bei der Buche erkennbar? Also wir haben die meisten Flächen waren buchendominiert. Wir haben fürs also die Flächen waren nicht alle Buchenreinbestände. Die Kollegen haben auch versucht, da nochmal Unterschiede zwischen dem Mischungsanteil mit der Buche und den Schaden festzustellen. Allerdings gab es dann wieder Unterschiede, wie groß die Flächen sind, ob es jetzt eine kleine Fläche ist oder eine ziemlich große. Und von daher war es das Einzige, was ich jetzt vorher auch noch gesagt habe, dass man nur grob sagen kann, dass wenn der Buchenanteil unter 50% liegt, die Schäden im Bestand dann eher zu sehen sind, wenn der Vorrat sehr hoch ist. Aber da haben wir einfach zu viele Variablen auf diesen doch dann für die Untersuchung zu geringe Anzahl der Flächen, um da feste Aussagen treffen zu können.